Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar Spyro Season of Ice, wenn's klappen. Jetzt klappt's. Und heute bin ich nicht allein. Ich habe einen Co-Kommentator, nämlich Timmy Spinny, wie ich ihn immer so schön nenne. Was geht da? Ich dachte schon, du sagst gar nicht mehr. Okay. Das alles ist für den Gameboy Advance. In Espanol. Ja klar, weißt du, ich kann auch Spanisch. Spyro Season of Ice. Und zwar, wenn wir Synchro... Muss das nicht kalt sein? Ja, sicher, sicher. Und jetzt müssen wir uns nur noch einigen, wer wen spricht. Als Synchro-Stimme. Egal. Muss ich eben alles sprechen. Spyro und seine Freunde liegen gespannt am Strand und ruhen sich aus, wie auch immer. Hey Spyro, ich glaube, ich sehe eine fliegende Schafuntertasse auf uns zukommen. Nichts wie weg hier, bevor sie uns entführt. Hallo, du darfst Spyro sein, Tim. Wieso? Willst du nicht der Held sein? Na okay, wenn du willst. Das ist keine fliegende was? Schafuntertasse. Schafuntertasse? Okay, Jäger, sondern nur ein... Muss A drücken. Hab ich. Ballon. Ballon. Schau mal, hier ist eine Nachricht von Fünkchen. Hier steht, lieber Spyro, ich setze gerade meine allerletzte Zauberkraft ein, um dir diese Nachricht zu senden. Irgendjemand hat die Feenwelt mit einem grausamen Fluch verzaubert und die Feen in Eiskristalle eingefroren. Und wir können nicht heraus. Jetzt sind die Feenoxe wieder da und sammeln alle Feen ein. Ich wüsste so gern, was sie vorhaben. Bitte komm zurück, bevor es zu spät ist. Das sind Rhinoxe oder so ein Dreck? Na, das sind die Gegner. Jetzt musst du wieder. Das ist ja schrecklich. Wir müssen Fünkchen zur Hilfe eilen. Oh mein Gott. Und allen anderen Feen. Und während du unterwegs bist und nachsiehst, was in der Feenwelt passiert, schlage ich im Zauberbuch der Zauberin nach. Wie wir hier herausfinden können, wer dahinter steckt. Lesen müssen wir mal lernen. Weißt du, Bianca, ich habe dich schon dahinter. Seit ein paar Tagen nicht mehr mit dem Zauberbuch gesehen. Was meinst du? Ich lasse es doch nie aus den Augen. Hier, ich habe es in meiner Tasche. Oh nein, mein Zauberbuch, wo ist es bloß? Ich habe es wohl in der Bibliothek gelassen, als ich den Reiseführer für unseren Urlaub am Drachenufer abgeholt habe. Ich muss es unbedingt wiederfinden. Tim. Ja, Mann, Alter. Bianca, während du nach deinem Zauberbuch suchst, werde Jäger Sparks. Und ich uns auf die Suche nach den Feen machen. Oder auch nicht. Gut, bis später. So, nach einem langen Lesetutorial, was wir nicht konnten, spielen wir endlich Spyro. Wir brauchen die Kristalle nicht mal berühren. Das hakt. Was ist? Das Ding hakt, du Sau. Na, du mit deinem Computer, das ist ja auch immer eine Wissenschaft für sich. Wir brauchen die Kristalle nicht mal berühren. Meine funktioniert ein... Oh, ein Eiskristall. Was wird da wohl drin sein? Eine Fee. Und zwar die Fee Gabriel. Wie freust du die? Hallo Spyro, du ahnst nicht, was ich kurz von meinen Einfrieren gehört habe. Die Rhinoxe sind zurück. Diese stinkenden Rhinoxe haben sich anscheinend in der ganzen Feenwelt breit gemacht. Außer hier. Gut so. Falls ihr euch wundert, dass wir die Kristalle nicht berühren, wir haben noch diesen Sparks, der sammelt die Kristalle allein. Solange die er noch da ist. Dreimal getroffen werden, ist er nicht mehr da.
Oh. Dann ist Spyro alleine und wenn er getroffen wird, verliert er ein Leben. Und, juhu! Und noch ein Hinweis, was für Bedeutung sein könnte. Und zwar erstmal das Pausenmenü, die Kristalle oben links, dann in, oben in der Mitte die Leben und oben rechts die Kristalle, die wir befreit haben. Und ganz unten seht ihr den Spar. Nicht die Feen? Was? Wolltest du nicht sagen Feen? Habe ich nicht Feen gesagt? Du hast gesagt Kristalle, die wir befreit haben. Ich hab's zumindest so verstanden. Die Feen, die wir aus den Kristallen befreit haben, so meine ich das. So, ja. Ganz unten, unter Spiel beenden, seht ihr den Sparks-Zustand. Entweder ist er gelb, so wie hier, dann ist er normal. Dann ist er blau, einmal getroffen, grün zweimal getroffen. Wenn er weg ist, dreimal getroffen und beim vierten Mal verlieren wir, wie gesagt, ein Leben. Und zwar, im Menü haben wir die Auswahl zwischen weiter, wenn wir weiterspielen wollen, Atlas, dazu kommen wir später, dann die Option, darunter auch Spiel speichern, dann Level verlassen. Wenn wir durch ein Tor gegangen sind, können wir das Level beliebig verlassen und Spiel beenden, wenn wir das Spiel beenden wollen. Das ist klar. So, unter Atlas finden wir... Der will schon mal ein Level verlassen. Ja, wenn noch was fehlt und wir noch mal rennen müssen, dann wäre das ab und zu mal nützlich. Und zwar... Naja, das reicht. Beim Atlas sehen wir Gegenstände insgesamt, dann Kristalle 7000, Feen 100 und geschafft haben wir bis jetzt 0,4%, was total viel ist. Bist du schlecht. So, dann Haus der Herbstfee sind wir gerade. Wir haben 30 von 300 Kristalle gesammelt. Die roten bringen ein Kristall, die grünen zwei Kristalle, die rosanen fünf Kristalle, die gelben 10. Und ich weiß nicht, ob hier schon die 25er Kristalle sind. Die sind, glaube ich, erst im zweiten. Boah, weißt du das alles, Junge? Ich komme gleich dazu. ja, dann Feen haben wir schon eine von fünf. Ja, und dann hier die anderen Level. Dieses Kapitels, kann man so sagen. Gut. Und da mein Kumpel Tim schon so komisch gefragt hat, warum ich das alles weiß, ich habe das Spiel selber für den Advance, aber kann es ja noch nicht spielen, weil ich King Rapper habe. Also spiele ich es erstmal auf Emulator. So. So. Und ich möchte versuchen, alles 100%ig zu lösen. Das heißt, alle Kristalle, alle Feen, alles. Es ist auf jeden Fall. Schafft das Spiel erstmal durchzuspielen. Aber auf jeden Fall ist es machbar. Na, gib uns. Nee, du gibst uns nicht. Du sagst uns nur Ramattacke mit R. Und das sieht so aus. Und wir haben Schafe umgenietet. Nein! Wir sind dran. Ja, die Schafe geben uns Lebensenergie durch die Schmetterlinge. Und wenn wir genug Schmetterlinge von den Schafen gesammelt haben, kriegen wir eine Fee. Nein, kriegen wir ein Leben dazu. Tori. Danke, Spyro. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich wollte einfach nur zu Gabriel Band herunterfliegen und plötzlich war ich in einem eisigen Kristall eingefroren. Na, sowas aber auch. So, 33. Das ist ja so schlimm. 40. Hier wäre schon das erste Portal. Und hier könnten wir auch durch, weil ein lilaner Strudel da durchführt. Aber da gehen wir jetzt noch nicht rein. Oh. Weil wir hier erstmal alles komplett lösen. Da ist schon alles machbar. Ein Gefäß mit einem Schmetterling drin. Was könnte das bedeuten? Na Tim, was hat sich verändert? Kein Plan. Ich hab ein Leben. Oh, das Leben dazu. Ja. So. Na, Halloween haben wir noch nicht, aber trotzdem einfach. Ich weiß nicht, wie. Ich glaube, 6 oder 8 von den Lampen müssen wir in dem Level finden. Wenn wir alle haben, kriegen wir. Eine Fee. Was ist das denn? Die Halloween-Fee oder was? Na klar!
Nee, ich finde das Spiel so geil, vor allem weil es stockt bei mir. Ist ja auch auf Emulator, also könnte es das daran vielleicht liegen. Ach, ich gehe mal eine Runde bahnen, obwohl Sparrow kann nicht schwimmen. Aber wir werden immer an den Ufer gebracht, egal wie oft wir es versuchen. Das finde ich auch geil. Okay. Aber es ist nur hier so. Die Schafe kommen auch immer wieder, dass wir genug. Hast du gerade Schafe umgebracht? Na klar. Also wirklich? Ja, aber wenigstens habe ich jetzt noch mal ein extra Leben gekriegt. Aber haben wir schon 7 Leben. Das ist so schlimm, ich sehe es nicht mal, wie der Schafe umbringt. Ich höre es nur. So, 77 Kristalle. Hier sind noch. Aber gemein finde ich eigentlich an sowas, wenn wir alles haben und nur ein winziger roter Kristall fehlen würde. Ja. Und wir die ganze Strecke nochmal absuchen müssen. Ich hab Pech. Dieses Gefäß zum Beispiel können wir nicht mit dem Drachenatem kaputt machen, aber mit der Ram-Attacke. Hoho. Hoho. Nummer 2, schon 90. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Noch eine Leuchte. Da wieder ein Fünferkristall. Da ist Bianca. Hier kommen wir dann Haus der Winterfee. Aber wir brauchen noch was. Nämlich ein paar mehr Feen. Und zwar 20. Wir haben 2. Ja, noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber so schwer ist das Spiel nicht, dass ich sagen könnte. 20 Feen. Oh. Spiel finde ich relativ. Spiel erstmal durch. Gibt es auch Endgegner so ein Dreck? Endgegner gibt es, glaube ich, hier noch nicht, aber im zweiten Teil weiß ich. Ja, vielleicht ein allerletzter Endgegner, ja, aber sonst fällt mir eigentlich keiner ein, so richtig. Ist ja langweilig. So. Hier sind noch ein paar Fässer. Jetzt fängt es bei mir auch schon an zu stocken. Jetzt muss ich mal fies gucken. Oh! Wir müssen Schluss machen für diesen Part. Die Zeit ist reif. Also bis zum nächsten Mal und ciao.